Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Yu-Gi-Oh! Duelist of Legacy. Im letzten Part haben wir Nightshade besiegt. Das ist insgeheime der Bruder von Alexis Rhodes. Und jetzt sind wir schon im nächsten Kapitel. Das Feld der Schreie. Ach nee, jetzt muss ich wieder lesen. Okay. Der zweite Schattenreiter, Kamula, besiegte Dr. Crawler und Zane, nahm sowohl ihren Spirit-Schlüssel und schloss ihre Seelen in Puppen. Es war an Jaden, ein Ende zu ihrem Wahnsinn zu setzen. Die Enter-Taste geht ja. Stimmt ja. In Ordnung, Kamula. Ich bin hier für meine Freunde Seelen. Und ich werde nicht gehen, bevor ich sie habe. Um ehrlich zu sein, Liebchen, du wirst hier nie wieder gehen. Nicht ein einziger von euch. Kamula, mach dich spielbereit. Und ich meine höchst. Denn wenn jemand meine Freunde duelliert und ihre Seelen in Puppen einsperrt, bringt es mich in eine schlechte Stimmung. Und lass mir dir etwas sagen, das interessiert mich nicht. Vielleicht wird das deine Meinung ändern. Okay. Wir haben das Elementarheldendeck, das ist eigentlich super für die ganzen Infusionenbeschwörungen. Komm, Hand. Scheiße. Ich würde gerne als Erster, dankeschön. Weil beim ersten Zug kann halt wirklich nichts passieren, ne? Keine Fallenkarte im Weg, nichts. Und ich könnte jetzt... Könnte ich schon was? Könnte ich gar nicht. Ja, doch. Komm, Effekt aktivieren. Oh Gott, jetzt nur noch die Frage, wen ich hole. Ich bin ja echt ein Fan von, Sparkman. Weil der richtig nice ist. Der ist echt cool. Den rufe ich auch direkt. Muss ich noch nicht mal ins Fusionsdeck schauen, weil der den eigentlich immer dabei hat. Und sein Effekt ist einfach grandios. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, ob er dafür ein Dings braucht. Braucht er dafür... Warte. Achso, da muss ich eine Karte abwerfen. Okay. Gut. Nee, will ich nicht aktivieren. Erstmal nicht. Das ist okay. Okay, nee. Das ist nicht ganz so nett. Oh nee, er holt nicht seinen Typen hier, oder? Oh kacke, dann habe ich mich für die falsche Karte entschieden. Muss mal kurz was gucken. Wir haben Templars wäre der beste. Wir haben den hier drin. Okay. Dann ändere ich tatsächlich meine Meinung. Nee. Erstmal nicht. So. Ja, was ist da drunter? Irgendwie nichts. Ach, das ist natürlich die Überlegung. Der hat... Oh, scheiße. Warte. Auch verdeckte. Eine Karte abwerfen? Nee, keine verdeckte. Deswegen muss ich ihn so angreifen. Mache ich das so. Gut. Und dann mit dir angreifen. Perfekt. Oh, Kamula, ne? Du bist ein bisschen schwach heute, oder? Okay, ich sollte vielleicht keine Witze machen, nicht, dass du mich hier gleich fertig machst. Was habe ich? Oh, Burst Tunen Tricks. Dich rufe ich mal. Hallo, mein Elementarheld. Komm, das schaffst du auch. Perfekt. Komm, Angriff. Das klappt da hier eigentlich ganz gut, oder? Ja, finde ich schon. Und 2000? Ja, Kamula. Da bin ich wohl stärker als Zane und Dr. Crawler, ne? Ja, das stimmt. Mann, ich habe ja echt keine Chance gegen dich. Ich weiß. Okay. ich rufe den jetzt. So. Perfekt, weil der hier macht gleich Schaden. Das werdet ihr jetzt sehen. Wenn er den hier angreift, dann kriegt er Schaden und 2600. Perfekt. Und? Ja, da haben wir schon gewonnen. Danke, Bruder, ne? Das war jetzt keine Lanzleistung von dir. Jaden besiegte Kamula und befreite Zane und Dr. Crawlers Seelen aus ihren Puppen. Das war's. Endlich, der Albtraum ist endlich vorbei. Dieser mindestens. Kamula war nur die zweite der Schattenreiter und das bedeutet, mehr sind auf dem Weg. Oh,
Jahrgangsbester und Meistersammler. Okay, achso, vielleicht wegen neuen Karten. Oh, neues Booster-Pack haben wir bekommen. Das ist cool. Oh, die Karte ist echt cool. Die beiden Karten sehen cool aus. Jo. Weiter. Jo, guck mal. Haben wir das schon geschafft? Guck mal, da kommt auch schon direkt die dritte Schattenreiterin. Mit zwei Spirit Gates bereits offen, der Schattenreiter Tanya besiegte Bastion und gewann Besitz seines Spirit-Schlüssels. Nachdem Verlierer seines Duells zu Tanya wurde, Bastion vernarrt in sie und wollte einen Rückkampf, um zu beweisen, dass er ihrer würdig war. Tanya, kannst du nicht einen Tipp nehmen? Ich hab dich bereits ausgeknipst, erinnerst du dich nicht? Er will einen Rückkampf. Er kann keinen haben, aber du scheinst ziemlich mutig zu sein. Bin ich? Aber ich bin hier für meinen Freund. Er hat schon verloren. Ich duelliere dich. Oder es gibt kein Duell. Ich habe mich noch nie vor einer Herausforderung gedrückt. Ich werde es für Bastion tun. Du kennst die Regeln. Wenn du dieses Duell verlierst, wirst du deinen Spirit-Schlüssel verlieren und deinen Single-Status. Okay. Das heißt, du ziehst in dieser Kampfarena mit mir ein und wirst mein Ehemann für immer. Ich hoffe, dass Jaden weiß, was er tut. Ich weiß es. Und wenn ich fertig bin, wird Bastion wissen, dass du nicht verliebt sein musst, um sich mit Leidenschaft zu duellieren. Was sagst du? Beginnen wir es, hm? Okay. Ich fühle mich eigentlich unbesiegbar mit dem Elementarhelden-Deck, weil das kenne ich echt in- und auswendig. Das ist einfach... Das sind echt coole Karten halt. Ne? Im Anime dachte man halt, okay. Loser-Karten, Alien, 1000 Angriffspunkte, okay, aber die sind richtig nice eigentlich. So, dich setze ich verdeckt, die kann ich nicht benutzen, die auch verdeckt, dann rufe ich erstmal, Verteidigungsmodus, weil die kann ich eigentlich im Notfall auch verlieren, weil, die ist mir nicht so ganz wichtig. Oh Gott, das hört sich echt gemein an, ne? Ja, stimmt, Leute. Was kann ich einsetzen? Dein Gegner bestimmt eins von deiner Hand, dann, falls es ein Monster ist, das als... Okay, dann machen wir das. So. Bitte, bitte die linke. Kacke. Kacke, jetzt ist auch noch meine Fusion weg. Oh nee, das ärgert mich. Scheiße. Scheiße. Okay, du bist dran. Du musst ihn jetzt leider killen. Okay. Versprech es mir. Mein Sparkman. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Oh nee. Hallo. Oh nee. Tanya. Was soll das denn? Ich hab dir nie was angetan. Nie. Wirklich nie. Was? Was stand da? Ich kann zwei Monster als Tribut anbieten, um deinen Gegner 1200 Schaden zu machen. Hä? Wieso sollte man das machen? So, fast gar nichts. Dann lasse ich die lieber draußen, weil die dann eh stärker sind. Oh Mann, jetzt hätte ich die Fusion gebraucht. Oh Gott, der hat schon... Oh Gott, Leute. Scheiße. Scheiße. Oh nee, ey, ich hab verloren, Leute. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Dankeschön, ne? Alles eure Schuld, ne? Ja, genau, richtig. Genau, wo die noch eine, die 2000 Angriffspunkte hat. Und dann noch eine. Ich raste aus. Schrasch da aus. Okay, ich hab verloren, Leute. Mann. Ja, ja, verloren. Scheiße. Okay, Leute. Das war's mit diesem Part. Wir gucken uns mal eben das neue Pack an. So, hallo, Cybus. Ja, 400, okay. Was zeigst du mir denn? Oh, Cyber Laser Drachen. Also sind hier auch Saints Karten drin anscheinend. Dann ist hier noch eins von Jaden. Und das andere von Chamni vielleicht? Ich weiß es nicht. Egal. Wieso? Hä? War der im Anime blau? Ich dachte, der ist nur nach gelb gekommen. Oder?
Egal, Leute. Das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Kamito. Ciao.